Wir haben vorhin nachgesonnen, wie wir hier den integralen spirituellen Garten einrichten könnten. Wir haben auch schon einen Aufruf gestartet an euch, Ideen, Kunstwerke, Installationen, euch selbst zu beteiligen. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil von der Entwicklung, die wir an den Schulen haben. Also das Thema ist die rein oder völlig oder total materialistische Schule. Denn es ist ja in Deutschland, auch in Österreich ist das alles schon sehr im Kommen, in Deutschland schon vollzogen. Da dürfen ja nicht einmal mehr Kreuze in den Schulgassen hängen. Ne? Also das ist ja per Gesetz so beschlossen, schon, ich glaube, vor 8 Jahren. Und in Österreich hängen auch keine Kreuze mehr. Also ich habe unlängst war ich in einer Schule und habe in die Klassen reingesehen, da sind keine Kreuze mehr. Also die völlige Säkularisierung der schulischen oder öffentlichen Erziehung begründet wird das, ja, weil es halt auch Moslems gibt oder andere jüdische Kinder. Ja, für mich ist das überhaupt kein Grund. Die Lösung wäre natürlich auch in diesem Fall wieder integral, dass man halt eine Tafel mit spirituellen Symbolen aufhängt, dass man da halt das Christentum hat und den Shintoismus und den Islam und das ja, Schamanen und natürlich die jüdische Religion. Und also man würde da schon auf 12 ganz wichtige kommen. Ja. Auch ein Integralzeichen wäre mir recht, ne, für die integrale Spiritualität. Und das dann halt so kompakt in einem Kreis angeordnet oder in einem Quadrat, eins neben einem anderen, dann halt neben die Tafel gehängt, ne, statt dem Kreuz. Also das wäre für mich eine Lösung, eine integrale Lösung, aber da einfach alles weg, dass wir überhaupt nichts mehr in der Schule haben, was irgendwie an eine Geistigkeit, an eine Spiritualität erinnert, das finde ich sehr problematisch, sehr problematisch. Und im Zuge dessen gibt es auch ein Angebot für mich. Also es sind ja längst schon Rufe wach geworden, dass es einen Ersatz braucht für den Religionsunterricht, und da hört man immer wieder Ethikunterricht. Ja. Also Ethik ist ja auch etwas Religiöses, muss man schon sagen. Also da ist ja auch eine Einstellung, eine Meinung, ein Weltbild steht dahinter, dass man sich der einen oder anderen Ethik anschließt. Im integralen Sinne, also eine nicht konfessionelle, nicht institutionelle, nicht fundamentalistische Religion und Spiritualität, ja, wie ich sie für die Schulen vorschlagen würde, also nicht Ethikunterricht, sondern halt eine Religion der Erfahrung. Ja, nicht der Offenbarung, sondern der Erfahrung und der Personalisierung. Also ein Grundstock an Erfahrung. Wie in Biologie, da hat man eben die Sinne und das Gehirn, das Nervensystem und so weiter. Und auf der Basis können wir eben ein gewisses Spektrum erfahren. Und genauso ist es in der integralen Religion oder Spiritualität. Da gibt es eben gewisse Grundlagen, wie wir es in den Büchern des Lebens finden, und darauf basierend eine Personalisierung der Religion und Spiritualität. Das heißt, ein persönliches Erleben, eine persönliche Konnexion mit dem lebendigen Kosmos und Universum. Und das würde ich mir wünschen, und das ist alles schon da. Ja, und zwar ist dieser Unterricht zusammengefasst für die öffentlichen Schulen in meinem Mystery-Thriller. Ich habe das eingepackt in eine, ja, Agathe Christie-like Krimi-Story. Titelt die Schicksalserben. Und in diesen Schicksalserben kommt die Essenz der integralen Spiritualität vor, ist mehr oder weniger ein unterhaltsames Kursbuch. Es ist eingebettet als das spirituelle Erbe des vermeintlichen Mörders Edward Kay, der in dieser Krimi-Geschichte eine Rolle spielt. Und der, ja, und das könnte eben in groben Zügen das sein,
was man braucht, um die Schule wieder multidimensional zu machen und ja, Werte zu vermitteln, Zugänge zu vermitteln zum eigenen Selbst und zur, ja, zur Welt, Gemeinsamkeit, ganz wichtige Sache, also ein ganz wichtiger edukativer Faktor, der hier schlummert in meinem Mystery-Thriller, die Schicksalserben.